ja? Hey, Puttle, wo gibt's in Wien die beste Pinsa? Ganz klar, im 4. Bezirk in der Pinsatore, wo sonst? Wenn's reinkommst, hat das Lokal so ein bisschen ein Wirtshaus-Feeling mit italienischem Flair und hier kannst du mit Sicherheit eine leibende Zeit verbringen. Aber was ist eigentlich ein Pinsa? Die Pinsa hat ihren Ursprung in Rom verwendet, werden verschiedenste Mehlsorten. Die Form ist länglich-oval, der Sauerteig ruht 72 Stunden und dadurch liegt eine Pinsa auch leichter im Magen. Die kurz vorgebackenen Teige werden belegt und dann nochmal fertig gebacken. Ich hatte eine Pinsa Bufala, für die Jungs von CB1 gab es eine klassische Margarita und eine Pinsa Räumernplatz. Oder genau wie am Räumernplatz, unglaublich. Sucuk ist auch oben, oder? Sucuk, Käse, Tomaten. Optisch und geschmacklich war die einfach ein Traum. Hier ist der Vorteil, wirklich dieser geile Teig, extrem knusprig, innen trotzdem irgendwie so luftig, gell? Süße Tomatensauce und der Käse bei der Bufalina, der Büffelmozzarella. Top. Und die Pinsatore im 4. Bezirk ist eine absolute Empfehlung. Und schreibt gerne in die Kommentare, wohin es als nächstes gehen soll.